Also ich weiß nicht, ob das auf Dauer durchhaltbar ist mit einer schleimfreien Rohkost. Und ich meine wirklich, ich meine es wirklich wörtlich, dass ich es nicht weiß. Jedes Mal, wenn ich es für einen längeren Zeitraum versuche, in der momentanen Umgebung, merke ich einfach irgendwann, dass einerseits zu wenig Erdung da ist und zu wenig Stresskompensation. Also ich weiß wirklich nicht, ob das in dieser Gesellschaft möglich ist, also beziehungsweise ich weiß schon, dass es möglich ist, aber ist es möglich, ohne sich selber emotional zu vernachlässigen? Man kann das mit Willensstärke und man kann es mit viel Willensstärke, denke ich mal, schaffen, weiß aber nicht, ob man sich damit psychisch dann nicht kaputt macht und damit ist es dann wiederum kein Schaffen mehr letztendlich. Zweitens könnte man es mit ekstatischer Freude schaffen. Ob das aufrechtzuerhalten ist über einen längeren Zeitraum, ist auch sehr fraglich. Muss man, glaube ich, auch erstmal einen längeren Weg für gegangen sein. Ich habe halt auch ein halbes Jahr komplett frutarisch gemacht und ich fand es schon sehr anstrengend. Besonders in verschiedenen Phasen. Also manchmal ist es halt sehr, sehr einfach. Und ja, zum Beispiel ist es auch momentan einfach, so wie es momentan bei mir ernährungstechnisch aussieht, dass ich erstmal 6 Stunden oder 8 Stunden halt nichts zu mir nehme, auch nicht trinke und dann vielleicht dann einen Saft trinke oder halt saftiges Obst esse. Und dann möchte ich auch nichts anderes, habe auch nicht das Bedürfnis nach was anderem. Aber ungefähr 5 Stunden vorm Schlafen gehen oder vorm zu Bett gehen, man könnte bei mir auch sagen, vor dem zu Boden gehen, im Prinzip. Wobei ich mir gerade mal eine Matratze nochmal testweise angeschafft habe. Das, was ich gut dran finde, ist, dass die ziemlich federt. Dann habe ich meinen Trampolinersatz und das ist eigentlich ziemlich gesund, das mal zu machen, jeden Tag, ein bisschen rumspringen. Ja. Wo war ich jetzt? Eigentlich war das jetzt nicht so schwierig. Eigentlich hätte ich jetzt den Faden nicht verlieren dürfen, meine ich damit. Naja. Ach, Kacke, ich hasse es, wenn ich Videos schneiden muss. Genau, 5 Stunden vor zu Bett gehen. Ich sag ja, es war eigentlich nicht schwierig. Keine Ahnung, warum ich den Faden verloren habe. Habe ich dann, kommt auf jeden Fall immer das, eigentlich täglich das Bedürfnis auf, sich zu erden. Selbst wenn ich an dem Tag Sport gemacht habe und meditiert habe, es reicht nicht. Ich habe einfach das Bedürfnis, mich zu erden und manchmal reichen dann auch keine Avocados oder mit Salat oder sowas. Manchmal reichen irgendwelche Cracker oder Grünkohlchips oder eben Avocados mit Salat. Es gibt aber viele Tage, wo es einfach nicht reicht, wo man das Bedürfnis nach mehr hat. Also ich kann das ganz gut aufrechterhalten, wenn ich meditiere, dann brauche ich es einfach nicht. Dann habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis danach oder mich so stark zu erden. Aber ich stelle mir das auf Dauer sehr, sehr schwierig vor, weil es hat halt schon, als ich dieses halbe Jahr Footage gemacht habe und dann auch mit dieser Meditation gearbeitet habe, war es so, dass es jeden einzelnen Tag wirklich auch anstrengend war, das zu tun. Also es war nervig, nervtötend. Und dafür hat sich das Ergebnis, das man da durchgekriegt hat, einfach nicht gerechnet. Es hat sich nicht gelohnt, sage ich mal. Ja. Deswegen, also ich weiß nicht, wie ich das fortführen werde. Ich lasse es einfach nur fließen und mache mir einfach keine großartigen Gedanken mehr drum und fokussiere mich nicht mehr so sehr, was ich jetzt irgendwie zu mir nehmen will oder könnte oder nicht. Vegan ist so 100% auf jeden Fall klar. Ich habe auch keine Lust auf Honig oder irgend sowas, also auch nicht auf solche Sachen, die nach Erit noch relativ als okay eingestuft werden. Ich will auch gesund vegan bleiben. Ich habe keine Lust auf Pestizide oder auf ranzige Öle und Zusatzstoffe, Magnesiumchlorid in Tofu. Hülsenfrüchte kann ich auch überhaupt nicht vertragen.
Also es wird wahrscheinlich immer so sein, dass ich ja über den Tag entweder halt nichts zu mir nehme oder einen Saft oder wasserreiches Obst. Oder wenn ich das nicht gerade nicht da habe, was halt sehr, sehr typisch ist für Deutschland, dass man kein richtiges Obst findet. Also das meiste riecht ja noch nicht mal. Dann werde ich halt irgendwie vielleicht Bananen mit ein bisschen Wasser halt als Smoothie machen mit gefrorenen Beeren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder dass ich halt wenig esse. Es kann dann sein, dass ich irgendwie eine Scheibe Brot esse oder sowas. Und wenn man halt mal Bock drauf hat und gerade halt nichts da hat, was einen irgendwie ansprechen würde, dann mache ich lieber das, als halt gar nichts zu mir zu nehmen, einfach weil ich gerade Lust drauf habe, mal die Zügel ein bisschen zu lockern und weil ich dadurch glaube, dass dann die Psyche und die Emotionalität dadurch heilen kann. Und die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall, weil ich habe das bisher halt immer, bin ich das so schnell angegangen. Da habe ich auch öfters Kritik halt von bekommen, auf YouTube sowie auf Facebook auch von meinem Umfeld. Auch wenn die Leute die Kritik halt nicht wirklich sehr spezifisch artikulieren konnten und ich das deswegen nicht so richtig verstanden habe, weil diese Leute halt diese Erfahrung nicht haben, halt nur dieses halt Gefühl halt haben, was halt richtig war, aber ich habe es dann nicht verstanden, weil ich es mit dem Verstand aufnehmen wollte. Ja, ich habe das deswegen so schnell gemacht, weil ich halt die Erfahrung machen wollte, ob das halt wirklich stimmt, dieses Wissen, wohin das führt. Und weil ich diese Spiritualität wirklich auch erfahren wollte. Und ich habe jetzt halt vielerlei Erfahrungen in diesem Bereich gemacht und mir halt auch viele Dinge bewiesen. Und jetzt ist es für mich nicht mehr notwendig, das so schnell durchzupreschen. Das einzige Argument dafür, das schnell zu machen oder weiterhin schnell zu machen, ist, um schneller andere Leute, besonders die in Not sind, zu inspirieren. Aber ich denke, dass es leider oder in Anführungszeichen leider nicht auf Dauer funktioniert, wenn man selber leidet und dadurch kann man, glaube ich, dann letztendlich dann doch die Leute nicht inspirieren. Es funktioniert dann zwar für einen irgendwo auf gewisser Ebene, aber es bringt den Leuten dann trotzdem nichts. Das denke ich jetzt mittlerweile. Und deswegen werde ich das halt den Weg halt so gehen, wie ihn jeder Mensch gehen würde, würde er diesen Weg kennen. Und zwar, also damit will ich ausdrücken, dass ich denke, dass jeder Mensch da gleich gestrickt ist, auch von der Psycho- und Emotionalität, dass wenn jeder das gleiche Wissen und die gleiche Erfahrung hätte, und das könnte ich halt damit realisieren, indem ich halt mein Wissen, meine Erfahrungen an diese Leute speziell in Coachings und Beratungen, weitergebe, dass dann jeder Mensch im Prinzip, wenn er halt das psychisch, emotional und körperlich gesund gehen will den Weg, jeder in ungefähr selber Geschwindigkeit gehen würde, je nach Ausgangsposition. Aber halt die Geschwindigkeit, ich denke, dass jeder Mensch im Prinzip gleich ist. Und dann bin ich, deswegen bin ich nicht, und genau das ist der Punkt, warum ich nicht schneller bin, auch nicht besser bin oder willensstärker bin. Das glaube ich nämlich nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, dass da jeder halt gleich ist. Und das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Gedanke und ein Gedanke, der sehr damit zu tun hat, sich auch vom eigenen Ego zu lösen. Wobei das ich weiß nicht, in welcher Stärke das bei mir auf diesem Weg eine Rolle gespielt hat. Im Prinzip war meine Motivation eigentlich immer aufzuzeigen, aufzuklären und deswegen bin ich da so schnell gegangen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es halt nichts bringt, wenn, ja, wie soll man. Ich kann es nicht zu 100% genau ausdrücken in Worte. Auf jeden Fall, ja, lasse ich die Zügel, wie gesagt, gerade ein bisschen lockerer. Und ich merke halt sowieso also täglich, dass es mich zu einerseits zu Trockenfasten und zu Säften und zu Früchten hinzieht. Und zu sonst eigentlich gar nichts. Halt selten zieht es mich halt wirklich mal nach Avocados oder Salat. Oder solche Rohkostrezepte, so einfache Sachen, sage ich mal.
Da ziehe ich mich halt manchmal hin. Aber ich lasse es halt jetzt wirklich von alleine passieren, so dass das halt keine Anstrengung mehr bedeutet und denke, dass das dann was Dauerhafteres ist. Und ja, da muss ich halt gerade auch lernen, weil ich halt bei jedem Lebensmittel halt sofort merke, wie es mir eigentlich nicht gut tut oder mein Körper nicht gut tut, dass ich da loslasse und das dann halt trotzdem zulasse, dass ich das halt konsumiere. Als Beispiel ist zum Beispiel Kartoffeln oder sowas. Da merke ich es extrem krass, und ich merke halt auch sofort, dass es extrem krass stimuliert, also wirklich extrem krass, damit man davon nicht sofort krepiert. Und letztendlich würde das nicht stimulieren, würde der Körper sofort daran zugrunde gehen, an diesen Schleimstoffen und so weiter, oder nach einer Scheibe Brot. Es ist leider Gottes doofer Ausdruck, aber es ist leider so. Und ich sage das nicht, weil das irgendwie ein Glaubenssatz ist. Ja, wir sind halt so krass unsensibel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist leider so. Ich merke auch schon bei einer halben Walnuss für mich, das erdet. Also man erfährt irgendwann diese hohe Sensibilität, womit man auch erstmal klarkommen muss. Und da ist es dann halt natürlich schwierig, wenn man diese hohe, extrem hohe Sensibilität einmal erlangt hat, dann loszulassen und doch zuzulassen, das zu machen, mit dem Hintergrundaspekt, dass halt die Emotionalität und Psyche nicht vernachlässigt wird und man halt auch noch in einer gewissen Stressumgebung lebt. Wo es dann noch deutlich schwieriger wird, besonders mit so einer hohen Sensibilität und deswegen halt gewisse Lebensmittel erforderlich sein können. Also ich habe das Ziel, ich habe ein Ziel vor Augen, dass ich halt ja roh sein möchte mit Avocados, wenn es notwendig ist, mit Grünkohlchips, wenn es notwendig ist, mit Rohkostcrackern. Und selten auch mal Rohkostrezepte oder dann sowas wie gekeimter Buchweizen zum Beispiel mit integriert werde. Selten vielleicht auch mal sogar Salz. Weil da bin ich mit dem Geiste noch deutlich stark genug, um das zu, ja, die Gift, die da noch vorhanden sind, zu überwinden und halt trotzdem einen gewissen Alltag zu haben und meinen Dingen nachzugehen und wo mir das, ja, wo ich dann nicht so viel Negatives von merke. Aber momentan finde ich es halt auch okay mit gekochten. Ich komme damit trotzdem voran und weiter. Weil es mich auch immer ganz automatisch wieder weg davon zieht und ich auch keine Gelüste wirklich danach entwickle. Ich merke halt nur, ich habe halt manchmal Lust, einerseits mir was zuzubereiten, oder halt allgemein was zuzubereiten. Und ich habe eigentlich gar keinen Hunger oder Lust darauf. Es geht sogar so weit, dass wenn ich sehr, sehr stark körperlich entgifte und jeder andere dadurch dann sehr starke Hungersymptome bekommen würde, dass ich das gar nicht bekomme. Ich merke dann, wie mein Körper irgendwie dann schwach ist durch die krasse Entgiftung, wenn ich halt am Tag davor ziemlich viel gekochtes gegessen habe, aber ich habe trotzdem kein Bedürfnis, irgendwie was zu konsumieren. Bei mir ist es wirklich das in erster Linie das Thema Erdung und Stressbeseitigung. Ja, ich bereite mir dann halt was zu und dann habe ich halt, wie gesagt, keinen Hunger, probiere es aber trotzdem, merke dann, ah, das erdet mich, aber gut, das bringt mich ziemlich runter, das beendet den Gedankenfluss mal. Und ich schaffe das nicht, mit dauerhaft und täglich mit Meditation so einen krassen Effekt zu erreichen, beziehungsweise ist zwar schon möglich, aber irgendwie ist das immer was Anstrengendes, ist in meinem Empfinden so. Diese Meditation, das ist für mich immer irgendwie so ein Überwinden von irgendwas und ja, so wie Training halt. Und das habe ich halt jetzt schon so lange gemacht, seit, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren, dass ich mich geistig jeden Tag so trainiert habe und Dinge halt überwunden habe, dass ich die halt nicht konsumiere oder nicht mache, dass ich da einfach mal eine Pause brauche. Und ja, wie gesagt, sieht die gar nicht schlimm aus. Wie gesagt, ist das am Tag einmal ein bisschen Obst oder ein Saft und dann einmal gekochte Sachen. Entweder Steckrüben zum Beispiel, also gedünstetes Gemüse oder eben Kartoffeln. Manchmal aber auch Reis oder selbstgemachte Nudeln. Irgendwie sowas.
Meistens auch mit Fett, weil das halt sehr gut erdet. Ja. Ich merke aber auch wiederum sofort, ja, wie krass, was das für ein krasser Unterschied ist zwischen gekochter Nahrung und roher Nahrung. Einfach diese krasse Stimulation, und diese Stimulation, die kommt daher, dass das halt sehr, sehr stark für den Körper schädigend wirkt und der Körper diese Stimulation braucht, damit er ja daran nicht krepiert. Aber diese Stimulation ist dann in Anführungszeichen halt nicht kostenlos. Das ist halt das, was das Alter ausmacht, das Altern. Das, was uns überhaupt altern lässt. Und weil halt alle kochen und alle gekocht essen, altern auch alle. Bei den Rohköstlern, sag ich mal, bei den Langzeitrohköstlern ist es so, dass die meisten, also oft auch noch in der Stressumgebung leben, dass sie auch nicht das Wissen um das Fasten haben und den Reinigungsweg und auch Gourmet-Rohkost machen, Altlasten haben oder es zu schnell angegangen sind und deswegen emotional down sind, also die eigene Energie, das eigene Qi nicht hoch genug ist. Und dann altern diese Leute auch, auch wenn sie schon teilweise deutlich älter werden, also ich schätze mal bis zu 150 werden, wird die erste Generation von den Langzeitrohköstlern werden, schätzungsweise. Und halt auch einige sogar mit 60, 70 Jahren noch keine graue Haare bekommen. Das habe ich jetzt auch schon gesehen bei Langzeitrohköstlern. Aber die sind halt alle noch nicht so weit und ich mit eingeschlossen, weil ich halt, wie gesagt, nicht anders bin als irgendjemand anders. Dass wir dauerhaft ohne Gifte leben und gleichzeitig auch ohne Stress leben und gleichzeitig auch das nicht zu schnell machen für unser psychisches Heilsein. Und ja, das ist aber halt nur meine persönliche Erfahrung und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es sogar bereits morgen ganz anders aussehen könnte, dass ich dann irgendwie wieder Bock habe, 2 Wochen lang, na, ich habe auch mal wieder Lust, Saft zu fasten direkt, also nur ich weiß halt nicht, ob das was bringt, diese Sachen die ganze Zeit durchzuführen, auch mal längere Zeit dann. Ja, Saftfasten oder Trockenfasten, wenn man dann sowieso wieder bis ins Gekochte zurückkommt, weil dann halt die, ja, man selber das noch nicht überwunden hat, weil halt diese alten Mechanismen einfach im Kopf sind, auch wenn man so anstrengend, ich habe mich halt wirklich sehr, sehr angestrengt, das alles loszuwerden. Und trotzdem ist es immer noch da, das sitzt einfach so krass tief. Und ich weiß nicht, ob das dann Sinn macht, dann sich die ganze Zeit noch weiter jetzt auf Reinigung zu konzentrieren, wenn man dann so viele Schritte, also von nichts essen, nichts trinken, also von Breatharian zu Liquidarian zu Fruitarian zu Rohkosten mit Salaten und Nüssen zu Gourmet-Rohkost und dann ja, zu gedünsteten Sachen und dann noch weiterhin zu stärkhaltigen Sachen mit Fett und was weiß ich, also diese Diskrepanz ist extrem groß. Und man verträgt es auf jeden Fall als reiner Körper besser. Das heißt, wenn das nur selten dann passiert, dann ist das kein Problem. Aber wenn man in diese Stufe zurückgeht und diese dann wieder dauerhaft für mehrere Wochen, sage ich mal, durchführt, dann glaube ich, dass es keinen Sinn macht, sich weiter auf Reinigung zu konzentrieren, sondern dass man erstmal halt im eigenen Kopf noch mehr schaffen muss und das dann halt wirklich mit einer gewissen Zeit und auch Liebe und auch an seinen Umständen arbeiten sollte, dass man halt sein Umfeld und seine Umstände, dass man da halt Verbesserungen schafft, dass es das auch nicht so stressvoll ist und so weiter. Und da habe ich auch kein Problem mit, wenn das noch jahrelang dauert, weil das dann kein Durchhalten mehr ist, sondern einfach dann ein Lifestyle geworden ist, und zwar des Reinigungsweges. Ja, und ich mache das halt dann gerade, wie ich mich fühle. Und auf jeden Fall muss ich mich noch mehr mit dem Thema Erdung beschäftigen. Also wie gesagt, Meditation und Sport, das wirkt sehr, sehr gut, bei mir zumindest. Und Barfußlaufen wirkt, glaube ich, eigentlich am besten sogar. Das mache ich aber nicht so regelmäßig. Aber momentan ist mir das einfach, will ich halt, wie gesagt, die Zügel mal ein bisschen lösen und ist mir das zu anstrengend, das jeden einzelnen Tag durch Meditation und so weiter zu überwinden, dass ich halt dadurch Erdung bekomme, anstatt durch Lebensmittel. Das ist halt wirklich schön einfach.
einfach irgendwie Avocados oder Kartoffeln rein, fertig, muss man nichts mehr machen, kann weitergehen und so weiter. Ich bin aber gespannt, wie es weitergeht. Ich kann es nicht sagen. Es wird halt immer ein Rahmen bleiben, wie gesagt, und ist halt alles nicht dramatisch, alles gut. Ja. Fand ich jetzt auch wieder, empfand ich auch wieder als ein essentielles Video. Und ich guck mal kurz. Ach du Scheiße. Ach ne, 20 Minuten, das geht noch.